Ihr wollt wissen, wofür der Blueprint ist? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir euch vor? Erstmal ein Käffchen. So, wie ihr seht, habe ich hier schon wieder unseren wunderbaren Räumel aufgebaut. Da ist das Ding noch. Ihr wisst, was ich meine. Blueprint Designer. Da unten steht's. Ist ja praktisch. Ich brauche für unser weiteres Vorgehen. Warum sind schon wieder all meine Dinger da weg? Ich hasse es. Es steht doch alles. Ja. Danke. Mann. So. Das haben wir. Also, ich brauche die 20 Konstruktoren. Beziehungsweise eigentlich ganz stimmt das auch nicht. Das müssen 22 sein. Ich habe nämlich irgendwie nirgendwo meine Raffinerien für Eisen gefunden. Ich könnte auch schwören, die habe ich nicht gemacht. Deswegen habe ich sie schon mal hingesetzt. Und wir brauchen auf jeden Fall Draht und Kabel. Und das Praktische ist, für Draht brauchen wir 20,8 Konstruktoren. Und für Kabel brauchen wir einen, also 0,8. Das heißt, wir brauchen 22 Stück. Ja, 22 Stück will ich jetzt versuchen, in irgendwie ein so ein Ding hier reinzubauen. Ich habe noch keine Ahnung, ob und wie und wann das klappt. Aber wir versuchen es einfach. Und hier in der Ecke habe ich auch relativ gut Strom. Das heißt, man kann gut was sehen. Wie wird das jetzt hier? Wie setze ich das über so an? Ist doch eigentlich ganz gut. Wenn ich den so ansetze, habe ich da hinten noch Platz. Ja. Dann drehen wir den Spaß um. Um das genauso hinzukriegen, müsste ich das da haben. Wollen wir aber gar nicht. Wir wollen das. Wird das so reichen? Dann haben wir da vier Pfeile. Und können dazwischen schon mal einen Fusionator setzen. Ist das okay, wenn er in diese Richtung geht? Ich würde sagen, ja. Dann haben wir das da dran und wir können sagen, wir hätten gerne, wo sind sie? Ändert. Da rein. Das ist doch schon mal ganz gut. Weil der ganze Shit hier drüben, da ist so viel Platz und hier ist so wenig. Aber hier ist auch so viel Platz, so wenig Platz, dass ich das nicht hinkriege. Hier jetzt erstmal hin. Dann ist ja jetzt quasi, genau, hier fallen wir runter. Den Weg liegen. Hier nebeneinander, also die 22 werden wahrscheinlich nicht hinhauen. Hallo? So, dann hätten wir schon mal 8. Hüpp. Warum ist hier ein Strom? So. Damit haben wir das. Das müsste ich ja jetzt zweimal, dann haben wir 16. Schauen wir mal. Ich will das ja nicht besonders doll designen oder so, sondern ich will jetzt einfach den dahin. Hoch. Dann ist das auch immer schön dran. Wir können jetzt hier den hinsetzen. Genau. Das wieder weg. Und dann hätten wir hier. Nein, nicht zwei übereinander.
könnten wir hier den Spaß oben drauf weitermachen. Das ist die Frage. Den habe ich hier raus geleitet. Würde ich den anderen dann hinten runterleiten, dass der hier reinkommt? Also gehen die hier in die Richtung weg. Jo. Machen wir. Sonst. Dann haben wir gesagt, wir hätten das gerne so. 1, 2, 3, 4. Drehen den Spaß um. 1, 2, 3, 4. Ich gehe jetzt echt. Wunderbar. Da haben wir schön einen Versatz reingesetzt. Das haut doch super hin wieder. So, ja. So ist ganz gut. Also nochmal. Das heißt, wir müssen den einen weiter zurückfahren. Umdrehen. Das sieht besser aus. Okay. Wir packen hier erstmal den Fusionator hin in die Richtung. Fertig. Okay, das hätten wir, das hätten wir. Dann setzen wir dich dahin, dahin und dorthin. Da runter. Heißt hier unten. Müssen wir die Richtung haben. So. Nein, nicht verrutschen. So. Jetzt kommt hier der interessante Part. Wir setzen dich da rein und da unten ran. Sehr gut. Wir den Spaß so weit, dass wir die schon mal haben. Das sind 16 Stück. Kriegen wir noch eine Reihe drüber. Die müssten wir sogar kürzer machen und das wäre doch super. Gehen wir jetzt gleich einfach aus. Hatten wir ja schon, genau. Schauen wir mal. Wir nehmen uns wieder den hier. Eins. Nee. Bevor ich jetzt hier komplett fertig mache, gehe ich das erst aus. Shit, oder? Oh, so gerade eben. Aber wirklich gerade eben. Den könnte
könnte man sogar überlegen, ob man ihn weglässt, aber... Nein, ist das doch so vollkommen in Ordnung. So. Da habe ich gesagt, wir brauchen... Das würde jetzt hier von hier vorne da unten rein. Ja, perfekt. Machen wir das. Dorthin. 1, 2, dann passt der schön dazwischen. Zack. Dann haben wir genau die 22 weg. Das ist doch wunderbar. Strom nicht, sondern das Zeug. Machen wir erst die Logistik hier fertig. Einzige Problem, das ich habe, ist der letzte da oben. Du machst mir Eisendraht. Und zwar 80. Das ist ein bisschen sehr wenig. So, und du machst mir ebenfalls etwas, und zwar 80%. Du machst mir... Quatsch. Du machst mir Draht mit 80%. Jetzt muss ich nur aufpassen, der überhaupt da rein soll. Wie viel brauchst denn du? 10. Quatsch. Das falsche Rezept. Du sollst ja Kabel machen. Du brauchst 48 pro Minute. Und du produzierst 12. Also 15 pro Minute. Kriegen wir das? Was ist denn, wenn ich den umdrehe? Dann hätte ich hier den, den und den, die machen 45. Es müssten noch 3 hier zukommen. Also dich drehen wir nochmal um. Das hätte so schön gepasst, aber ich... Ja. Überlegen. Nee, kriegen wir alles nicht. So. Wir nehmen... Ich weg. Machen in diesem Fall einen Fusionator in den Kollegen hinein. So. Du kommst weg. So, da hatten wir gesagt, wir machen Kabel, 80%. So, wir haben, kriegen wir es denn am besten? Wir haben hier die der da macht ja 15, 15, 15 sind 45, was müssen wir, was machen wir hier? Ich glaube, ich habe eine Idee. Oder? Habe ich eine Idee? Nee, habe ich nicht. Den hier rausgehen lasse. Eigentlich müsste ich hier noch irgendwas basteln, dass der da 3 Stück hingibt. 3 wird... Das ist nahezu unmöglich.
verarbeite 260 Ingots. Was, 140 Eisen? Ich habe aber garantiert mehr als 140 Eisen, die ich da reinpacke. Wenn ich hingehe. Also mein Gedanke ist gerade die da vorne, den einen da vorne wieder auf voll zu stellen. Weil dann hätten wir 60 rein, 30 raus. Genau, wieder zu viel. Auch genau 24 für Beacons. Wie kriege ich zu den 45 jetzt noch 3 Stück dazu? Eine Möglichkeit wäre, den komplett da reinlaufen zu lassen. Weil dann geht das alles da rein und ich habe da keinen weiteren Ausgang. Wir versuchen einfach mal was. Ja, als schief gehen kann es ja nicht. Beziehungsweise mehr als nicht funktionieren. Wenn ich jetzt den hier dazwischen setze, kriege ich dann hier nicht runterfallen. Bitte nicht runterfallen. Kommst dorthin. Ist dann aber auf diese Höhe. So, ja, dann hängt sich das erst ein bisschen da hinten auf, aber wenn sich das da aufgehangen hat, dann ist doch alles gut. Und hier können wir schön dorthin rauslaufen lassen. Ist doch wunderbar. So, jetzt gehen wir hin und machen die ganzen Eingänge. Was ich doof ist, ich brauche 2. Schön wäre natürlich einer gewesen, aber das kriege ich nicht hin. Oh, müssen das tatsächlich näher ran machen. Aber ist jetzt auch egal, wir ziehen das hier nah dran. Auf der anderen Seite lassen wir das so, wie es ist. Also wir haben 2 Eingänge, wir haben hier unten einen Ausgang. Wunderbar. Hier rauf. Da hätten wir es jetzt gerne umgekehrt. Also nicht umgekehrt, wie es Eingang und Ausgang angeht, sondern wir hätten es gerne umgekehrt mit dem. Dem Zeug. Ja, die können hier so direkt ein bisschen mit Abstand stehen. Und dorthin. Und dann können wir hier hoch. Können hier wieder da aus. Und hier drüben einmal. So. Zu weit weg. Das sind schon 2. Das machen wir nicht. Vor allem brauche ich ja eigentlich nur einen. So. Thank you.
das hätten wir. Dann kommen wir hier ran. Wie versinnt man sich die Truhe? Sieht so aus. Jetzt alles da machen. Fangen wir auf dieser Seite an. Hier rüber. Dahin, dahin, dahin. Und da rein. So, und dann müssen wir von hier unten den Spaß hochkommen lassen. Genau dort. Zack. Rein da. Rein da. Einmal nach unten. Und einmal dort nach unten. Doch schon ganz nett aus. Da dran, da rein. Können wir auch so lassen. Dann müssen wir gleich nur noch die ganzen Rezepte einstellen und diesmal auch wirklich von vorne rein machen. Wir setzen Strom. Dahin, darüber. Das dahin. Noch gucken, dass ich die einmal 80 da dran setze. Damit sich das nicht alles so zurückstaut, wobei das eigentlich bei dem Zeug hier fast egal ist. So, das haben wir. Kriegen wir dich denn hier wohl dazwischen? Also hier passt du quasi nicht mehr rein, oder? Ja, versuchen wir mal. Na, den wollte ich. Eins, zwei. 3, 4, 5, 6. So. Wenn ich den Kollegen sage, ja, du bist Eisendraht 80. Und du bist einfach nur Eisendraht. Hier und fertig. Einfügen. Einfügen. Einfügen, einfügen.
Und immer schön rein damit. So, dann haben wir die fertig. Schön. Was habe ich jetzt? Ah, Eisen habe ich gefunden. Das ist ja wunderbar. Und okay. Das heißt. Eisen. Draht und Kabel. Als. Zeichnis, wir packen es hier hin. Hinzu. Wir haben Teile. Draht wird auswählen. Aber können wir so lassen. Blaupause speichern. Designer leeren. Und wir holen uns alles raus. Wunderbar. Jetzt fliegen wir rüber. Und hoffen, dass wir den ganzen Shit hier hingesetzt kriegen. Aber es sieht doch eigentlich ganz gut aus. Das heißt, ich kann hier Blaupausen, den Kollegen. Jetzt nur gucken, wo vorne und wo hinten ist. Da ist vorne, da ist hinten. Wir packen das jetzt schön da an die Ecke. Warum der sich immer noch mal dreht, verstehe ich nicht. Hallo? So möchte ich dich haben, danke. Und dann setzen wir dich da rein. Das bedeutet aber auch, dass ich hier immer eine Lücke haben werde. Verdammt, ich reiß das jetzt nicht wieder ab, weil das ist Shit-Arbeit. Egal. Das heißt aber, weil das Einzige, was hier reingeht, ist das Zeug. Wie machen wir das denn am besten, dass wir es auf zwei aufteilen? Kurz überlegen. Ihr habt eine Idee. Fusionator. Die Richtung. Fusionator in die Richtung. In die Richtung. Ein Splitter. Und dann geht der Spaß da rein. Nee. Du gehst bitte. Dorthin. Und du gehst bitte. Dorthin. Ja, drin. Den können wir dann da rauslegen. Wunderbar. Das heißt, ihr hört zusammen. So, da kommt der rein. Da kommt der rein. Da der. Du gehst dorthin. Und du gehst dorthin. Damit hätten wir das. Du machst wiederum hier deinen Knick. Gehst mir einmal dorthin, dort runter und hier oben. Du gehst mir einmal dahin. So, und damit hätten wir doch eigentlich alles wunderbar abgelegt. Brauchen wir also nur noch die Dinge anschließen. Nehmen wir die da und so weiter. Okay.
Und das Ganze können wir mit Strom versorgen, sobald wir uns ausgesucht haben. Oh, der ist jetzt natürlich schön. Eigentlich hängt er mehr auf der Seite, dann würde ich ihn auch lieber an der Seite anschließen. Das heißt, wir holen uns schön den Strom da runter, legen ihn irgendwie hier rüber, einmal rein, fertig. Rein haben wir hier vorne. Super Sache. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut, Käffchen.